Hallo und herzlich willkommen, liebe Pferdefreunde, zum nächsten Live-Webinar der Pferde-Connection zum Thema Immunprophylaxe beim Pferd. Unser Referent heute ist kein geringerer als Dr. Kai Greling. Ich bin Juliane Schmoll, ein neues Gesicht in dieser Moderatorenreihe und freue mich sehr, Sie auch heute durch dieses spannende Wissensforum begleiten zu dürfen. Ich selbst bin auch Pferdebesitzerin und freue mich sehr auf die vielen Infos, die wir heute von Dr. Kai Greling bekommen werden. Zunächst allerdings noch ein paar technische Hinweise. Dieses Webinar wird aufgezeichnet und im Nachgang auf unseren sozialen Kanälen, unter anderem auf YouTube, auch anzuschauen sein. Zum Thema Immunprophylaxe. Es ist ja nun ein sehr komplexes und auch ein sehr weitreichendes Thema, welches vielen Pferdenbesitzern gerade jetzt in den Herbst- und Wintermonaten immer wieder auftaucht. Soll ich mein Pferd scheren? Welche Impfungen sind jetzt wichtig? Soll ich eindecken? Soll ich abdecken? Wann soll ich eindecken? Und so weiter und so fort. Soll ich zum Beispiel auch Zusatzfutter füttern? Alles Fragen, die jetzt verhäuft auftauchen. Und um auch ein bisschen ein Gefühl zu bekommen, wie Sie zu diesem Thema stehen, ob Sie impfen, ob Sie scheren, haben wir eine kleine Umfrage für Sie vorbereitet. Die wird jetzt in diesem Moment eingeblendet. Und ich würde Sie bitten, wenn Sie die Zeit finden, diese einfach mal ganz kurz zu beantworten an dieser Stelle. Und dann schauen wir einfach mal, wie sich die Stimmenabgabe hier entwickeln wird. Also hier kommen zum Beispiel Fragen, hatte Ihr Pferd schon mal eine Infektionskrankheit? Betreiben Sie prophylaktische Maßnahmen? Gibt es in Ihrem Stall eine Impfpflicht? Na, wie stehen Sie zum Thema Scheren zum Beispiel? Scheren Sie ja oder nein? Herr Dr. Greling, an dieser Stelle wäre es ganz schön, einen ganz kurzen Einblick zu bekommen, warum es gerade jetzt eigentlich in den jetzigen Monaten oder zur jetzigen Zeit so wichtig ist, über Immunprophylaxe meines Pferdes nachzudenken. Naja gut, es ist ja im Grunde genommen gar nicht so weit weg vom Mensch, das Pferd, denn auch wir Menschen sind ja gerade in dieser sehr wechselhaften Jahreszeit auch deutlich, ich sag mal, infektionsgefährdeter. Husten, Schnupfen, Heiserkeit sind Erkrankungen, die wir gerade im Herbst, gerade zu dieser Jahreszeit haben. Beim Pferd kommt ein gewisser Stressor noch dazu, das ist der Fellwechsel. Fellwechsel, wir sprechen immer so von dem neudeutschen Wort Stress. Jeder hat Stress, aber der Fellwechsel für das Pferd ist wirklicher Stress. Das belastet den Organismus, das heißt also, das neue Fell, das neue Haar wird gebildet, das hat auch was mit Stoffwechsel, das hat auch was mit ich sag mal, Gesamtbelastung des Organismus zu tun. Und natürlich reagiert dann das Pferd nicht so intensiv, zum Beispiel immuntechnisch, auf Erreger. So ist also die Anfälligkeit für eine Infektion gerade in dieser Jahreszeit besonders hoch und deswegen haben wir ja auch das Thema speziell dafür ausgewählt. Okay, vielen Dank. Vielen Dank und auch einen schönen guten Abend nochmal an alle, die jetzt noch dazugekommen sind und vielen Dank für die Teilnahme an der Umfrage. Und um Ihnen auch nochmal einen kurzen Einblick zu geben, wer wir eigentlich sind, beziehungsweise wer ich und Herr Dr. Greling eigentlich sind, möchte ich Ihnen kurz den Gastgeber des heutigen Abends vorstellen und das ist die Pferde-Connection auf Xing. Hier haben wir auch eine kleine PowerPoint für Sie vorbereitet und hier möchte ich nur ganz kurz mal darauf eingehen, wer wir sind. Wir sind eine sehr lebendige Online-Community auf Xing. Wir sind ein Fachforum aus Experten, aus Reitern, aus Haltern, aus Sportlern und haben es uns zur Aufgabe gemacht, im Prinzip ja, Wissensvermittlung rund um die Gesundheit des Pferdes ja, zu verbreiten und zu veranschaulichen. Hinter diesem großen Team, auch hinter den Kulissen, gehören eine ganze Menge fleißiger Moderatoren, die sehen Sie hier in dieser Reihe. Und auf einen möchte ich an dieser Stelle nochmal ganz besonders eingehen und das ist Herr Dr. Greling, damit auch alle unsere Zuschauer heute wissen, von welchem Erfahrungsschatz Sie heute alle profitieren werden. Herr Dr. Greling ist
Inhaber der Tierärztlichen Klinik im Bingerwald, Betreiber und Autor der Wissensplattform Pferdegesundheit Online, auf denen es auch ganz viele spannende Webinare anzuschauen gibt. Er ist anerkannter Turnier- und FEI-Tierarzt. Er ist öffentlich bestellter, anerkannter Gutachter und Sachverständiger für Zuchthaltung, Fütterung und Bewertung von Pferden und Mitherausgeber der Fachpresse Pferdespiegel. Und wenn das alles noch nicht reicht, er ist natürlich auch noch Reiter und Trainer in seiner eigenen Familie. Und das ist, glaube ich, eine Person, von der Sie heute ganz, ganz viel Wissen mitnehmen werden. Und ja, dahingehend wünsche ich Ihnen ganz, ganz viel Spaß beim folgenden Webinar. Und nicht vergessen, wenn Sie Fragen haben, dann bitte alle unten in unterhalb des Chatfensters einfach Ihre Fragen stellen. Wir sammeln die dann hier live, kategorisieren die und werden die dann am Ende des Webinars für Sie beantworten. Ich klinke mich erstmal raus. Ich wünsche Ihnen ganz viel Spaß und wir sehen uns am Ende. Bis dann. Ja, vielen Dank, Frau Schmoll, für die nette Einführung. Sie werden sich überlegen, was macht der Kerl denn eigentlich alles? Aber im Grunde genommen ist es natürlich alles, dreht sich alles bei mir so ein bisschen um das Pferd. Und das möchte ich Ihnen natürlich auch heute wieder so ein bisschen nahe bringen. Das Thema war gerade, oder gerade diese Infektionssituation war im mitteldeutschen Raum dieses Jahr relativ, ich sag mal, belastet. Es waren einige Herpesausbrüche da, es wurde also sehr viel philosophiert über die Erkrankung Herpes und natürlich auch über Impfungen des Pferdes und so weiter und so weiter. Und deswegen haben wir auch in Verbindung mit der Jahreszeit natürlich diese, ich sag mal, Immunprophylaxe oder Infektionsprophylaxe, nennen wir es an für sich richtiger, mal zum Thema genommen. Die Infektionsprophylaxe beim Pferd, die muss man natürlich einfach auch mal erstmal so ein klein bisschen hinterleuchten. Was ist denn eigentlich diese ganze Immunsituation? Da geht es dem Pferd wie dem Menschen, aber damit wir nachher auch wirklich so ein bisschen auf einem Level da diskutieren können, will ich Ihnen so ein paar Basics mit reinbringen. Und wir müssen uns immer wieder im Vordergrund merken, das Ziel ist ein gesundes und natürlich damit auch ein zufriedenes Pferd. Das ist unser ganz, ganz großes Ziel, die Hauptüberschrift über der ganzen Geschichte. Und das soll mal die Karikatur hier auch zeigen. Die Karikaturen, die jetzt schon oft zugehört haben, wissen das, hat alle mein Vater gemalt. Mein Vater ist letztes Jahr gestorben, hat mir aber einen ganz großen Fundus von Karikaturen hinterlassen, die ich dann natürlich auch für meine Vorträge entsprechend nutze. So auch hier unser Pferd. Sie sehen, diesem Pferd geht es gut und das ist unser Ziel. Wie erreichen wir das? Indem wir natürlich uns über die Dinge, die wir mit dem Pferd oder die wir beim Pferd bewerten, auch wirklich hinterfragen und verstehen. Und dazu gehört das grundsätzlich das Infektionsgeschehen. Bevor ich das nicht einigermaßen hinterfragt habe, ist es natürlich schwer, irgendeine Diskussion zu führen. Was heißt Infektion? Infektion heißt im Prinzip, dass ein Erreger in den Organismus des Pferdes, wir nennen es den Wirtsorganismus, eindringt. Dieses Eindringen hat hat einen Zeitpunkt und nach dem Eindringen kommt es zu einem Vermehren. Das heißt also, ein Bakterium, ein Virus, ein Pilz macht noch kein krankes Tier. Aber es kommt zu einer Vermehrung dieser Erreger. Das heißt also im Grunde genommen, im Organismus des Pferdes teilen sich diese Erreger, bis es dann wie ein Schneeballeffekt dann zu einer Riesenmenge kommt, wird. Und diese Menge wird dann oder ist für das Pferd krankmachend. Die Zeit vom ersten Eintritt des Erregers bis zur Erkrankung, zum Erkrankungsausbruch, also dem richtig kranken Tier, das nennen wir die Inkubation. Also die Inkubationszeit ist das, wenn bevor das, oder wie gesagt, die Erkrankung, die Infektion, die das Pferd bekommt, dann die Phase, in der sich der Erreger vermehrt und das Tier dann tatsächlich für uns erkennbar krank wird. Es gibt viele Erkrankungen, die dann so plötzlich dann das Pferd auch krank werden lassen. Es gibt aber andere Erkrankungen, und dazu gehört gerade unser Herpeserreger, der ist latent. Latent heißt, das Tier ist im Grunde genommen infiziert, genau wie wir Menschen. Wir reden beim Pferd zwischen 80% und 85% der Population, also aller Pferde, sind im Grunde genommen infiziert mit dem Herpesvirus. Nur der Organismus ist in der Lage, diesen Herpesvirus immer in Schach zu halten, sozusagen die Vermehrung des Herpesviruses immer wieder zu begrenzen.
Wenn die Immunsituation sinkt, das heißt unter Stressbedingungen, zum Beispiel gerade im Fellwechsel, kann es dann passieren, dass also dieser Erreger, dieses Herpesvirus, eben auf eine nicht intakte Immunsituation oder Abwehrsituation beim Pferd trifft und sich dann vermehren kann und natürlich dann irgendwann krankmachend wirkt. Man nennt das dann eine latente Infektion, also eine Infektion ohne wirkliche krankhafte Erscheinungen beim Pferd. Was passiert im Grunde genommen, wenn der Erreger kommt und in das Tier eindringt? Bei einem gesunden Organismus kommt es dazu, dass der gesunde Organismus gegen diesen Erreger eine gewisse Polizeifunktion übernimmt, eine Abwehrfunktion. Das heißt, er bildet Antikörper. Und diese Antikörper sind die Abwehrorgane des gesunden Organismus. Je, ich sag mal, intakter das Immunsystem, desto mehr Antikörper produziert ein Tier und desto effektiver wirkt er dann im Prinzip auch gegen diese Gefahr einer Infektion oder einer Vermehrung des Infektionserregers. Was macht unsere Impfung denn in diesem gesamten Komplex? Die Impfung ist dafür da, dem Körper sozusagen eine gewisse gute Ausgangsposition zu geben, in dem Moment, wenn der Erreger, gegen den das Pferd dann immunisiert ist, auftritt. Das heißt also, es gibt ein gewisses Schulungssystem, so können wir es vielleicht übersetzen, dass der Organismus tatsächlich weiß, aha, da kommt jetzt gerade der Influenza-Virus. Gegen diesen Influenza-Virus habe ich schon fix und fertige Antikörper und mein Alarmsystem ist so effizient und ist so gut geschult, dass es in kurzer Zeit sehr schnell und sehr effektiv speziell auf diesen Erreger reagieren kann. So kann man sich das so ein bisschen übersetzt durchaus vorstellen. Wie funktioniert jetzt die Infektion? Die Aufnahme des Krankheitserregers geht über einen bestimmten Weg. Das heißt, entweder wird sie über die Atemwege aufgenommen, was einer der wichtigsten Aufnahmen von Erregern ist. Das ist zum Beispiel bei der Influenza so. Influenza ist ja die Pferdegrippe und die Pferdegrippe wird durch so eine sogenannte Tröpfcheninfektionsweg weiter verbreitet. Das heißt, ein infiziertes Tier, bei dem also sehr viele Erreger auch auf der Schleimhaut sitzen oder auch in den Sekreten sitzen, die das Pferd über die Nase ausscheidet, pustet einmal in die Umluft und der Nachbarpferde inhalieren dann diese kleinen Wassertröpfchen, in denen sich die Viren befinden. Man nennt das eine Tröpfcheninfektion. Es geht aber auch über alle anderen, ich sag mal, Körperöffnungen im Wesentlichen. Das Auge gehört dazu. Das heißt also auch, das Auge kann durchaus durch eine Tröpfcheninfektion einen Erreger in den Organismus transportieren. Das ist zum Beispiel bei Herpes grundsätzlich denkbar. Neben der Tröpfcheninfektion gibt es natürlich auch eine direkte Infektion. Das heißt Haut-zu-Haut-Kontakt, gerade bei Pferden mit Pilz. Sie erinnern bestimmt oder haben das schon mal erlebt, dass ein Pferd einen Pilz hatte, vor allen Dingen in der Sattellage, am Sattelgurt, ja sehr häufig. Und man nimmt den gleichen Sattelgurt und überträgt das dann über den Sattelgurt auf das nächste Pferd. Das ist dann im Prinzip eine direkte Infektion. Das gleiche gilt übrigens auch bei der EVA, der Equinen Virus Arteritis. Da geht es über den Deckakt. Sie kennen alle die Erkrankung AIDS, auch die geht über den Geschlechtsakt natürlich sehr intensiv oder das Risiko wird da sehr, sehr hoch, dass also diese Infektion von einem Wirt auf den nächsten übertragen wird. Es gibt natürlich auch unnatürliche Körperöffnungen, das ist der Hundebiss oder der Tierbiss. Da wird also im Prinzip die Haut, die eine gewisse Schutzmembran ist und den Organismus gegen Erreger natürlich auch abwehrt oder schützt, mechanisch schützt, durchdrungen. Durch zum Beispiel den Biss eines Fuchses. Und dieser Tierbiss kann dann den Speichel des Tieres in den Organismus des Wirtes hineinbringen. Und das ist zum Beispiel bei der Tollwut so. Das heißt, die Tollwut wird übertragen von dem Speichel des, ich sag mal, infizierten Tieres in die Blutbahn des nicht infizierten Tieres und so ist dann der sogenannte Infektionsweg. Und es gibt einen sogenannten indirekten Infektionsweg, das heißt, es gibt Vektoren, das sind im Prinzip Überträger und das sind zum Beispiel Insekten. Insekten können zum Beispiel die Borreliose. Borreliose ist ein Thema, über das auch sehr viel gesprochen wird. Häufig nicht ganz zu Recht. Ganz so viele Borreliose-Fälle gibt es dann doch nicht, wie sie manchmal avisiert werden. Aber für die Borreliose verantwortlich sind zum Beispiel in diesem Moment Insekten. Also die können genauso auch eine Infektion übertragen.
Eine dritte Form der Infektion ist die Infektion von Erregern, die sich im Wesentlichen im Magen-Darm-Trakt etablieren. Das sind natürlich alle Viren. Sie kennen alle diese Rotaviren, die im Grunde genommen da tatsächlich sich in die Magenschleimhaut setzen und dann Erbrechen machen, Durchfall machen. Das sind also ganz, ganz typische Infektionswege für diese Erregertypen, die also im Grunde genommen tatsächlich über die Nahrung aufgenommen werden und dann natürlich sich im Magen-Darm-Trakt klar sehr schön etablieren können. Welche Erreger kennen wir denn überhaupt? Abgesehen mal von dem Weg gibt es ja auch unterschiedliche Erreger. Wir haben im Grunde eine große Gruppe, das sind die Bakterien. Die meisten, ich sag mal, Infektionen, gerade beim Pferd, sind in der Regel bakterielle Infektionen, zumindest die kurzfristig entstehen. Zum Beispiel die Drusis ist eine bakterielle Infektion. Oder jede Hautinfektion ist im Wesentlichen eine bakterielle Infektion. Es ist so, dass diese Bakterien, und das ist der wesentliche Unterschied nachher zu den Viren, sind eigenständige Lebensformen. Das heißt also, es ist eine intakte Zelle und diese intakte Zelle kann also im Grunde genommen ohne eine Wirtszelle auch überleben und sich auch vermehren natürlich, das ist wichtig. Sie ist überall vorhanden, im Boden, in der Luft, natürlich in anderen Organismen. Das heißt also, so ein Bakterium sucht sich immer die Situation, wo es sich vermehren kann. Das ist das Ziel eines Bakteriums. Bakterien sind durch Antibiose, also durch Antibiotika, behandelbar. Das heißt also, haben wir eine Infektion mit Bakterien, können wir durchaus mit den Antibiotika gegen dieses Bakterium schon behandeln. Das heißt, wir können es töten oder zumindest in der Vermehrung stoppen. Es gibt gegen Bakterien einzelne Impfungen, wobei die Impfung nicht per se für die Bakterien im Grunde genommen konstruiert ist. Es gibt eine Impfung oder gab eine Impfung gegen Druse, die ist im Moment nicht mehr verfügbar, weil sie einfach auch den Effekt oder den Wirkmechanismus und die Ansprüche an einen Impfstoff nicht gehalten haben. Aber Tetanus ist indirekterweise auch ein Impfstoff gegen ein Bakterium, denn es ist das Tetanusbakterium, was ein Gift aussondert. Und dieses Gift, das wird über den Impfstoff sozusagen neutralisiert. Also es ist eine Neutralisation eines vom Bakterium produzierten Giftes. Neben den Bakterien gibt es die Viren. Die Viren sind für uns ein bisschen schwieriger, weil gegen die Viren ist es ganz schwer gegen anzugehen. Die Viren selbst sind nicht lebensfähig. Die brauchen eine andere Zelle, die brauchen einen Wirt, die brauchen irgendetwas, in die sie hineinschlüpfen können und sich da tatsächlich dann vermehren können. Und diese Wirtszelle, die wird also dann befallen. Das ist nicht so, dass das eigenständig im Organismus sozusagen die Viren umherschwirren, sondern diese Viren gehen in die Zelle, vermehren sich dort, zerstören die Zelle, gehen dann wieder, streuen sich über den Organismus und befallen immer wieder neue Zellen. Also sie brauchen die Zelle, um zu überleben. Das Ganze ist natürlich insofern schwierig, weil diese Zelle, wenn sie mal infiziert ist, nicht unbedingt vom Organismus als krank angesehen wird. Das ist ein ganz, ganz schwieriges Thema. Viren sind da also unwahrscheinlich intelligent in Anführungsstrichen und sehr, sehr schwierig zu bekämpfen. Das Thema ist, dadurch, dass es keine eigene Lebensgrundlage hat und keinen eigenen Stoffwechsel in der Form hat, sind sie auch mit Antibiotika nicht behandelbar. Das ist ein wesentlicher Unterschied zwischen den Bakterien und den Viren. Und da hat man sich dann überlegt, wie können wir den Organismus gegen so eine Infektion schützen? Und das geht im Grunde genommen über eine Impfung. Zum Beispiel bei Herpes, zum Beispiel bei Influenza. Das sind so die zwei ganz wichtigen Infektionserkrankungen beim Pferd, gegen die wir ja sehr gut auch impfen können. Es gibt eine dritte Gruppe von Erregern, das sind die Pilze. Und es gibt auch noch mehr, aber die dritte Gruppe ist eine sehr große Gruppe. Auch die Pilze sind im Grunde genommen eigenständige Mechanismen oder Lebewesen, die dann überall im Prinzip bestehen können. Die sind im Boden, die sind im Grunde genommen auch zum Teil in der Luft, sind auf den Pflanzen und können auch die Tiere infizieren. Wir denken an die Pilzinfektion im Bereich der Haut. Auch im Bereich des Hufes sind die Pilze sehr aktiv. Die sogenannte White Line Disease beim Pferd, das ist die Erkrankung der weißen Linie, Trennlinie zwischen der Hornwand und der Sohle, die ist im Wesentlichen durch die Pilze verursacht.
Die Pilze können wir durch sogenannte Fungizide behandeln. Sie kennen alle das Imavirol, das ist ein Standardmittel, mit dem man also im Grunde genommen Pilze oder einen Pilzbefall dann behandeln kann und die Pferde damit abwaschen kann. Das ist denkbar, aber es gibt auch einen Pilzimpfstoff, der ist nicht nur aus prophylaktischer Sicht empfehlenswert, sondern der Pilzimpfstoff hat auch therapeutische Effekte. Das heißt, in dem Moment, wenn ich das Pferd impfe gegen den entsprechenden Hautpilz, dann haben wir im Grunde genommen erst schon mal eine Reaktion des Organismus ist, die sehr positiv ist und den Pilz dann hilft abzuwehren. Und wir haben auch eine, ich sag mal, zumindest ein Jahr lang dauernde Immunitätsverbesserung in der Situation. Also sicherlich auch eine sehr gute, ich sag mal, gerade für die größeren Ställe, gerade für die Ställe, die also auch gerade das Sattelzeug von einem Pferd zum anderen eventuell mal transportieren, eine wirkliche Schutzmaßnahme. Ja, die Diskussion ist natürlich, wie gehen wir damit um mit diesem ganzen Know-how, was wir jetzt haben. Und wir müssen natürlich dann auch nochmal so ein bisschen, ich sag mal, die Schwerpunkte verteilen. Nicht jede Impfung oder nicht jeder Erreger muss zwangsweise abgeimpft werden. Es gibt aber Impfungen, die sehr effektiv funktionieren und die tatsächlich auch über die Zeit so weit und so gut entwickelt wurden, dass sie also wirklich einen extrem guten Schutz geben. Und dazu gehört sicherlich diese Impfung gegen die Influenza. Sie wissen, dass Pferde, die auf Pferdeleistung schauen, also Turnieren starten wollen, zumindest diejenigen, die unter FN-Reglement fallen, müssen einen gültigen Influenza-Schutz haben. Durch diese Zwangsimpfung wurde also im Grunde genommen die Influenza in den letzten Jahren so etwa um 70% reduziert. Also es hat einen tatsächlichen sehr, sehr positiven Effekt für die Gesamtgesundheit unserer Pferde gehabt. Der Herpesvirus, das ist so ein bisschen schwieriger, weil der Wirkmechanismus bei der Herpesvirusinfektion ein etwas anderer ist. Ich habe es aber nachher nochmal, deshalb erkläre ich es an dieser Stelle nicht. Der Wundstarkrampf ist das, was ich Ihnen vorhin als Tetanus vorgestellt habe. Eine wichtige Impfung, die im Übrigen 100% funktioniert. Also Influenza-Impfung, Herpesimpfung sind alle, ich sag mal, mit einem guten Effekt, aber nicht 100% wirksam. Das gibt es in dieser Zusammensetzung nicht. Beim Tetanus und auch bei Tollwut ist ein Tetanus- und Tollwut-geimpftes Pferd wirklich zu 100% geschützt. Und das ist wirklich die Sache mit Sicherheit wert. Jeder, der mal ein Tetanus-Pferd gesehen hat, der lässt sein Pferd mit Sicherheit impfen, zumal es wirklich eine sehr kostengünstige und im Prinzip auch sehr langwirkende Impfung ist. Es gibt das Equine Arteritis-Virus, das ist jetzt ein Virus, der in der Zucht eine gewisse Rolle spielt. Manche, ich sage mal, Erreger schwappen auch von den anderen Kontinenten rüber. Dazu gehört das West Nile Fever. Das ist das ist auch eine Erkrankung, die natürlich aus den Staaten, deshalb aus dem Nil-Bereich rübergeschwappt ist zu uns und die im Grunde genommen gerade im Moment sich so ein bisschen etabliert, aber sicherlich noch nicht zu den Standardimpfungen. Pilze sind, wie gesagt, auch Impferreger, die in der Impfung durchaus notwendig machen. Und Druse, ich habe es extra in Klammern gemacht, war bis jetzt als Impfstoff verfügbar, ist im Moment aber nicht mehr auf dem Markt. Wie soll ein Impfstoff sein? Die Problematik ist, dass wir immer wieder diskutieren und eine gewisse Impfmüdigkeit da stattgefunden hat. Das heißt, es gibt viele Gegner, die sagen, das Impfen, das ist für mein Pferd nicht gut. Wir schaden dem Pferd mehr, als dass wir ihm helfen. Da gibt es auch eine ganze Menge Diskussionen, die teilweise auch vielleicht nicht ganz so sachlich geführt werden. Das sind eher, ich sag mal, mehr diese Emotionsgefühle, die man da hineinbringt. Wir müssen, und das ist sicherlich ganz wichtig, uns immer auf sachliche und auf vernünftige Argumente und Faktoren zurückziehen. Und die Impfstoffe haben einen doch sehr, sehr genauen Anspruch, an den wir uns halten müssen. Und dieser Anspruch heißt, wir müssen, wenn wir ein Pferd impfen, einen biologischen Effekt haben. Das heißt, wir wollen die spezifische und die unspezifische Immunabwehr bei dem Pferd stärken. Wenn es das nicht tut, wenn es der Impfstoff das nicht macht, ist er sicherlich nicht wert, geimpft zu werden. Aber das ist eine Voraussetzung, die gehört an die Anforderungsprofil eines Impfstoffes. Die Immunantwort soll möglichst breit sein, denn die Viren, die wir gerade jetzt im Moment haben, die sind sehr, sehr aktiv. Die verändern ihre Oberflächenstruktur zum Teil. Und das heißt, sie verändern sie so, dass also diese geimpften Pferde sie nicht mehr erkennen.
Und man kann also durchaus gerade bei der Entwicklung von Impfstoffen versuchen, die Breite der Erkennung etwas, ich sag mal, zu verbreitern. Hört sich jetzt ein bisschen leichter an, als es ist, aber das ist das Ziel, dass man also im Grunde genommen die Viren, die sich rechts und links sozusagen entwickeln, möglichst mit diesem Impfstoff auch erreicht. Wichtig ist, der Impfstoff muss gut verträglich sein. Das ist nicht immer gegeben, das wäre auch im Prinzip fast unnatürlich, denn wir gehen ja mit einem Fremdeiweiß in das Tier hinein. Es gibt immer mal wieder Reaktionen. Das hängt nicht mit der Technik des Impfens zusammen, das hängt einfach nur damit zusammen, dass da eine gewisse Substanz drin ist, auf die das Pferd reagiert. Wichtig ist auch, dass wir möglichst einen schnellen Aufbau der Immunität haben, also es darf nicht zu lange dauern, denn dann ist im Prinzip, dann sind diese Intervalle zu lang und dann ist im Prinzip natürlich auch die Reaktionslage des Pferdes häufig dann so ausgedehnt, dass die Infektion trotzdem sich etablieren kann. Und auf der anderen Seite soll diese Immunitätslage, die gute Abwehrsituation im Pferd, sich möglichst lange halten. Wichtig für uns ist, und gerade in den Diskussionen ist es wichtig, dass wir immer wieder, ich sag mal, Effizienzeffekte messen. Das heißt also, wir müssen klar erkennen, und das ist für die Impfstoffhersteller auch eine Vorgabe, wir müssen immer wieder beweisen, dass der Impfstoff tatsächlich auch eine entsprechende Effektivität hat und diese ganzen Dinge, die ich eben angesprochen habe, auch tatsächlich damit abgeleistet werden. Wenn wir jetzt ein Pferd impfen, da gibt es gewisse Impfschemata. Ich will sie Ihnen hier nur mal so, ich sag mal, als Tabelle mitbringen. Sie haben das übrigens bei mir auf meiner Seite, können Sie das auch selbstverständlich nochmal nachschauen. Da habe ich auch ein Impfschema, gerade was die Influenza angeht, auf jeden Fall mit dabei. Sie impfen einmal in dem Rahmen einer Grundimmunisierung im Abstand von 4 bis 6 Wochen. Und dann haben Sie immer wieder die sogenannten Auffrischungsimpfungen, die alle 6 Monate kommen. Das heißt also im Grunde genommen, wenn Sie Ihr Pferd wirklich effizient gegen Influenza schützen wollen, dann sollten Sie alle halbe Jahr das Pferd impfen. Das ist bei Tollwut anders. Bei Tollwut brauchen wir A, keine Grundimmunisierung. Wir impfen einmal und dann, ich sag mal, alle Jahre wieder. Das ist also nur dann natürlich der Fall, wenn wir in einem tollwutgefährdeten Bezirk sind. Zurzeit ist Deutschland tollwutfrei. Das heißt, im Grunde genommen müsste man im Moment kein Tollwut impfen, es sei denn, es sind ganz exponierte Gebiete, irgendwo eine Wiese am Waldrand und wir wollen einfach das Risiko für das Tier so minimieren, dass wir das fast gleich null setzen. Dann macht es Sinn. Tetanus ist auch eine Impfung, die wir einmal im Abstand von 4 bis 6 Wochen impfen, dann nach einem Jahr. Und es ist mit den heutigen Impfstoffen sogar auch so, dass wir bis zu drei, also mit Sicherheit bis zu 3 Jahren warten können, bis wir das dann wieder auffrischen, diesen Tetanusschutz. Also das ist schon eine sehr, sehr effiziente Technik, die dahinter steht und die im Prinzip die Impfstoffe entwickelt hat. Herpes und Influenza, sagte ich Ihnen eben schon, alle 6 Monate, das wäre sinnvoll und ist biologisch dann wirklich effektiv. Was passiert, wenn wir impfen? Wenn wir impfen, da sehen Sie diese erste Injektion, das ist Tag 0, die sollte irgendwo bei Pferden stattfinden, die mindestens mal zwischen dem 4. und 5. Lebensmonat sind. Wenn man sie zu früh impft, die Pferde, ist die Immunantwort noch gar nicht ausgeprägt. Das heißt also, der Organismus kann noch gar nichts mit dem Impfstoff anfangen. Zwischen dem 4. und 5. Monat gibt es dann schon mal eine, ich sage mal, vernünftige Antwort auf den Impfstoff. Das macht also Sinn, jetzt anzufangen zu impfen. Und wenn man dann eine Impfung gibt, reagiert der Organismus langsam auf dieses Antigen, also auf den oder auf diese Substanz, die man da hineingibt. Und dann fällt es wieder langsam ab. Das geht relativ schnell. Das heißt also, in den ersten 4 bis 6 Wochen sehen Sie diesen kleinen Peak oder diese kleine Kurve, die Sie sehen zwischen erster und zweiter Injektion. Und die zweite Injektion ist an und für sich die wichtige Injektion, denn die stimuliert den Organismus und der sagt, Mensch, da kommt ja schon wieder ein solcher, ich sag mal, Stimulation des Immunsystems. Das Pferd, die Biologie macht alles mit Vernunft, die reagiert darauf und sagt, wenn das zweimal hintereinander passiert, dann muss es was ganz Wichtiges sein. So kann man das übertragen und boostert sozusagen ihre Immunantwort auf ein ganz hohes Level. Ja, und dieser Effekt dieser zweiten Impfung ist dann eigentlich der wichtige Effekt, den wir auch dann im Prinzip für eine belastbare Immunsituation beim Pferd nutzen wollen.
Ich gehe ganz kurz mal über die einzelnen Erkrankungen drüber. Das ist halt ein bisschen viel, aber ich dachte, ich müsste Ihnen doch ein bisschen diese Informationen geben, denn wir wollen ja nachher auch wirklich eine gute Diskussion führen und die wichtigen Fragen dann auch beantworten. Die Equine Influenza ist die Pferdegrippe. Die ist im Prinzip eine Erkrankung, die schon sehr, sehr lange bekannt ist. Wir können also im Grunde genommen auch diese verschiedenen Stämme, die aus verschiedenen Regionen der Welt zusammengekommen sind, heute gut isolieren und können gut bestimmen. Für uns das erste Mal wirklich klar erkennbar und differenzierbar waren die ersten Ausbrüche in der damaligen Tschechei. Und 1963 wurden also die ersten Isolate tatsächlich festgestellt und im Prinzip auch da waren so die ersten Schritte in Richtung einer vernünftigen Immunisierung überhaupt möglich. Was macht die Influenza? Sie macht vor allen Dingen Atemwegsinfektionen der oberen und unteren Luftwege. Sie hat eine ganz kurze Inkubationszeit. Sie wissen, was das heißt. Das heißt, der Erreger kommt in den Organismus. Nach 1 bis 3 Tagen ist das Pferd krank. Und das ist ein sehr akuter Verlauf. Das heißt, sie werden richtig krank, die Pferde. Die haben im Prinzip richtig Hochfieber. Die sind schlecht drauf. Die fressen nicht mehr. Die haben Nasenausfluss und so weiter. Und das Wichtige dabei ist, sie sind hochinfektiös. Influenza verteilt sich über, ich sag mal, 50 Meter in einem Stall durch einen Pusten in die Umluft und die Infektionsgefahr ist dort im Prinzip wirklich extrem hoch und deswegen ist es eben auch wichtig, dass man da einen entsprechenden Schutz baut. Wie wird übertragen? Es wird übertragen eben über diese Tröpfcheninfektion. Gerade beim Husten des Pferdes, beim Schnauben des Pferdes werden diese Erreger in die Umluft gebracht und dann wird es in so einem Pferdebestand rasant zu einer Verteilung dieser Erreger kommen und natürlich zu einer Infektion der Pferde. Und wenn Sie jetzt, oder die Pferde, die also erkrankt sind, die haben nach 4 bis 8 Tagen der ersten Symptome die größte Virusausschüttung. Das heißt also, wenn Sie ein Pferd haben, der schon ein bisschen Fieber hat und so anfängt krank zu werden, macht es Sinn, dieses Pferd auch nochmal zu isolieren, wenn man das erkennt, dass es eben Influenza ist. Es gibt eine ganze Menge Pferde, die haben so ein paar Viren in sich, aber die werden nicht krank, ähnlich wie bei dieser latenten Infektion beim Herpes, aber das ist bei der Influenza eher weniger. Wie behandle ich das? Das ist ja immer das Thema, denn wir wollen ja im Grunde genommen gucken, wollen wir Prophylaxe machen, aber nichtsdestotrotz gibt es ja auch noch kranke Pferde. Die müssen wir erstmal erkennen und die Erkennung sehen Sie hier gerade mal, so ein ganz typisches Bild eines Influenza-erkrankten Pferdes, so ein bisschen grünlich, teilweise so gelbstichige, aber nicht so ganz glibberige, also nicht Vanillepudding-Ausfluss, sondern es ist so ein bisschen, ich sag mal, schaumig, aber nicht wässrig. Also es ist irgendwo so ein bisschen milchige Joghurt, sag ich mal, dazwischen, die dann an der Nüster, vor allen Dingen an dem Nüsterrand kleben bleibt. Und die Pferde haben häufig auch sehr, sehr deutlich rot gefärbte Schleimhäute in der Nüster. Hier können wir es gerade nicht so sehen, aber auch die Augenschleimhäute sind deutlich gerötet. Das heißt also, zusammengefasst, wir haben Husten und Fieber. Wir haben dann auch noch die Lymphknoten. Das sind die, ich sag mal, Reaktionszentren des Organismus, die im Kehlkopfbereich hier hinter dem Unterkieferast dann anschwellen können. Wir haben diese Rötung und wir haben die Entzündung von allem. Wir haben Kehlkopfentzündung, wir haben Rachenentzündung, Luftröhrenentzündung, Nasenentzündung, geht runter bis in eine gewisse Form von Herzentzündung. Auch die Muskelentzündungen können daraus resultieren. Also diese Viren sind relativ aggressiv und reagieren auch neben der Art der Atemwegsinfektion auch im sonstigen Organismus. Die Nasenschleimhaut ist natürlich ein wesentliches Thema, Kehlkopf auch und die Entzündung der Luftröhre bis in die Bronchien und in die Lunge, das ist so der Weg, den das Virus geht. Er wird aufgenommen, vermehrt sich im Bereich der Nasenschleimhaut und wandert dann in die Lunge hinein und etabliert sich dort. Was machen wir? Das ist immer so ein bisschen unser Thema. Wir halten unsere Pferde ja immer gerne schön warm und machen die Boxentüren zu und so weiter. Ist beim Pferd nicht unbedingt immer die ganz richtige Version. Wir müssen schauen, dass wir also Luft reinbekommen, dass wir unsere Pferde nicht in dem extrem warmen Stall halten. Das ist für ein Pferd eher stressiger, als wenn sie in einer gut durchlüfteten, vielleicht etwas kälteren Umgebung stehen. Wichtig ist, dass wir unsere Pferde, die erkrankt sind, natürlich nicht belasten, denn durch die Belastung kommt es zu so einem, ich sage es immer, Staubsaugereffekt. Die Erreger der Nasenschleimhaut, die werden bei intensiver Atmung natürlich wie durch einen Staubsauger in die Lunge hineingesogen und die Infektion wird dort eher promoviert, also wird eher unterstützt. Was wir machen ist, dass wir so einen Organismus, der mit einer, ich sag mal,
Influenza-Infektion gerade zu kämpfen hat, der hat dann im Prinzip eine Konzentration. Der sagt, wir müssen jetzt sehen, dass wir diese Influenza-Viren bekämpfen, die sollen sich nicht weiter verbreiten. Aber das kann man sich wie in einer, ich sag mal, in einem dramatischen Umfeld vorstellen, wenn die Polizei und Feuerwehr und alle möglichen sich jetzt auf ein Ereignis konzentrieren, dann gibt es eben für alle anderen Ereignisse in dem Moment keine wirklich gute Abwehr. Und deswegen müssen wir schauen, dass die Begleitkeime, das sind die Bakterien, die überall sind, sich nicht dort eventuell doch noch vermehren und eine Superinfektion draufsetzen. Das ist der Grund, warum man im Einzelfall bei ein bisschen geschwächten Pferden und einem, ich sag mal, allgemeinen schlechten Zustand dann doch eine eventuelle Antibiotika dazugeben. Das Wichtigste, und damit können Sie im Grunde genommen Influenza am effektivsten behandeln, ist die Prophylaxe. Das heißt also, bevor die Erreger in das Pferd kommen, beziehungsweise bevor sie das Tier krank machen, kann man über eine Impfung im Grunde genommen die Immunabwehr stärken. Das ist bis zu einem gewissen Grad möglich. Natürlich ist es so, wenn ganz, ganz viele Viren kommen und jetzt ist alles infiziert drumherum, dann sind auch die geimpften Pferde nicht zu 100% geschützt. Es ist also kein Schutz, der jegliche Infektion abwehren kann. Wie impfe ich? Dreimal im Abstand. Das heißt also, der erste Abstand sind diese 4 bis 6 Wochen, beziehungsweise laut LPO 42 bis 70 Tage und dann im Abstand von 6 Monaten, wobei die LPO dann 21 Tage Spielraum lässt. Das ist also das, was wir im Grunde genommen laut LPO, also für die Turnierpferde, machen müssen. Den anderen möchte ich das als Empfehlung mitgeben. Wie impfe ich, wie gesagt, die instabilen Bestände und diejenigen, die auf Turnier gehen? Denn da ist natürlich der Kontakt zu anderen Pferden sehr, sehr groß. Da ist die Infektionsgefahr relativ groß. Die sollte man halbjährlich impfen. Wenn es geht, den gesamten Bestand, dann kommt es nicht zu einer extremen Verbreitung. Gut ist es auch, wenn wir tatsächlich die jungen Pferde anfangen zu impfen und dann bis in das Alter kontinuierlich weiterimpfen. Und es gibt heute auch, ich sag mal, modernere Impfstoffe, bei denen im Grunde genommen das Adjuvans, das ist sozusagen das Basismedium im Impfstoff so ist, dass das Antigen dem Körper so präsentiert wird, dass er sehr, sehr effektiv sowohl die Zellen als auch die Immunkörper gegen dieses Antigen produziert. Also das ist wirklich das, was im Prinzip im Moment in der Influenza-Impfung wirklich wichtig ist und was auch tatsächlich gut funktioniert. Ich habe Ihnen hier mal so ein bisschen ein paar Impfstoffe mitgebracht. Es gibt mittlerweile 4 auf dem Markt, die wirklich relevant sind. Das ist das Protect Flu, es gibt das Duvaxin, es gibt das Equip und es gibt das Equilis Prequenza. Es gibt eine, ich sag mal, STIKO-VET, Ständige Impfkommission Veterinär heißt das. Und diese STIKO-VET hat auch eine Abteilung Pferd und die STIKO-VET Pferd gibt Empfehlungen aus und sagt, pass mal auf, dieser Impfstoff ist im Moment ein aktuell sehr wirksamer Impfstoff, der auch wirklich eine vernünftige Immunprophylaxe macht oder die bestmögliche Immunprophylaxe macht. Und wir sehen hier, im Moment sind wir mit Protect Flu und das ist ist empfohlen für beide Stämme, großen Stämme der Influenza-Erkrankung. Das ist das, was eventuell dann doch zu impfen wäre. Das ist zwar natürlich wie immer ein relativ teurer Impfstoff, aber er rechnet sich, weil er einfach eine vernünftige Immunisierung beim Pferd macht. Ja, deshalb ist es wichtig, dass wir unsere Pferde impfen. Stress ist ein wichtiger Faktor und Stress macht im Grunde genommen vor allen Dingen die Situation gegen den Herpesvirus so ungünstig. Das heißt also im Grunde genommen, wir müssen uns vorstellen, unsere Pferde sind infiziert. Wir gehen davon aus, das ist schwer nachzuvollziehen, weil das Virus sich eben in die Zellen sozusagen vergräbt und ganz, ganz schwer eine aktuelle Infektion tatsächlich nachzuweisen ist. Aber wir gehen mal davon aus, dass fast alle Pferde infiziert sind und wenn das so ist, dann müssen wir irgendwie sehen, dass wir diese latente Infektion, dass wir sie so im Griff haben, dass es im Prinzip nicht zu einem Ausbruch kommt. Und das geht im Grunde genommen, indem wir impfen. Anders geht es nicht. Und zwar das gesunde Pferd und möglichst den gesamten Bestand. EHV 1 und 4, das sind die, Entschuldigung, die equinen Herpesvirus, heißt es.
EHV, also das Pferdehappes-Virus, ist weltweit verbreitet, ist kein europäisches Problem. Es ist da am meisten verbreitet, wo viele Pferde zusammen sind, weil da einfach die Gefahr relativ groß ist. A, dass viel Stress entsteht, zum Zweiten, dass natürlich auch durch die Nähe, durch die räumliche Nähe, die Pferde sich sehr schnell infizieren. Auch hier geht es im Prinzip über ein Tröpfcheninfektion und das ist auch so, dass wir erstmal gar nicht erkennen, dass die Pferde erkrankt sind. Das geht immer relativ schnell. Das heißt also im Grunde genommen, der Virus vermehrt sich im Organismus, er wird ausgeschieden über das Maul bzw. über die Nüster. Die anderen Pferde infizieren sich. Die infizieren sich so lange, bis tatsächlich das Immunsystem des infizierten Pferdes sagt, Mensch, ich schaff's nicht mehr. Und dann im Prinzip diese Viren ohne eine effektive Barriere sich vermehren können. Und diese Barriere wird reduziert, indem die Pferde Stress haben oder indem die Pferde extrem mit eng aufeinander stehen oder auch zum Beispiel jetzt im Herbst durch diese, ich sag mal, Kalt-Warm-Verhältnisse, das ist auch ein Belastungsfaktor für das Pferd und damit im Endeffekt natürlich eine Begünstigung für den Herpesvirusinfekt. Die Inkubationszeit ist etwas länger als bei Influenza, kann bis zu 10 Tage dauern. Das heißt, wenn wir ein Pferd haben, was also eine Infektion hat, eine Herpesvirusinfektion hat, dann ist es nicht so, dass nach 3 Tagen das Pferd, was nebendran gestanden hat, mit Sicherheit gesund ist, weil es eben nicht erkrankt hatte, wie bei der Influenza, sondern es kann bis zu 10 Tagen dauern, bis tatsächlich das infizierte Pferd die ersten Symptome zeigt. Und das ist zum Beispiel wässriger Nasenausfluss. Also nicht dieses verklebte Nüster, die ich Ihnen vorhin bei Influenza gezeigt habe, sondern es ist richtig wässrig. Das läuft so ein bisschen wie Wasser aus der Nüster heraus. Es ist eher so dieses Abhusten. Es ist gar nicht unbedingt dieses tiefe von unten raushusten. Es ist einfach im Grunde genommen dieses Abhusten. Die Kehlgangslymphknoten sind wie bei Influenza auch vergrößert. Und das Pferd hat Fieber, aber es ist meistens so in dem Bereich irgendwo 39, 39, 5, vielleicht mal 40, aber nicht dieses extrem hohe Fieber. Es ist also so eine etwas gefährlichere, etwas langsam anschleichende Krankheit, die aber im Grunde genommen natürlich durchaus sehr, sehr, ich sag mal, wichtige Auswirkungen haben kann. Die meisten herpesinfizierten Pferde haben einen Atemwegsinfekt. Also die wenigsten haben die neurologische Form. Das heißt also, diese Pferde sind krank, die sind mal, ich sag mal, 8 bis 14 Tage krank und dann regenerieren die auch wieder. Die gefährliche Form ist einfach die neurologische Form. Das heißt, die Pferde kommen dann zum Festlegen, weil das Nervensystem im Grunde genommen hier befallen ist. Und wir nennen es dann den Schlaganfall des Pferdes. Das ist so eine, hat sich so eingebürgert. Das heißt also im Grunde genommen, es sind dann die Lähmungserscheinungen, das geht so weit, dass die Pferde tatsächlich festliegen, nicht mehr aufstehen können und dann ist natürlich die Prognose schlecht und 50% dieser infizierten Pferde, die sterben dann leider Gottes auch. So, wenn wir jetzt die Herpesvirus gegen diese Influenza-Infektion einfach mal so ein klein bisschen abgrenzen, dann ist es so, dass Herpes, und damit will ich Ihnen so ein bisschen die Angst nehmen, im Wesentlichen auf einzelne Ställe bezogen ist. Es ist nicht so, und das können wir über die letzten zig Jahre immer wieder beweisen, dass Herpes wie ein Seuchenzug durch das Land geht. Das passiert bei Influenza, aber es passiert nicht bei Herpes. Herpes ist ein regional abgegrenzter endemische Infektion, so nennen wir sie. Das heißt also im Grunde genommen, wir haben nicht die Gefahr oder die große Infektionsgefahr wie bei Influenza. Es ist ein schleichender Infektionsprozess, weil wir eben eine relativ lange Zeit haben von der Infektion bis zum Auftreten der ersten Symptome. Und ist im Grunde genommen so, dass die Herpespferde meistens nur im Bereich der oberen Atemwege erkranken. Was bei der Influenza so ist, dass die also tatsächlich auch bis zur Lungenentzündung kommen. Häufig sind die Folgen einer Influenza-Infektion deswegen auch so gravierend. So, Impfung des Herpeses. Ich habe da mich so ein bisschen drauf auch konzentriert, weil es eben so ein sehr, sehr heiß diskutiertes und in den Social Media auch teilweise falsch diskutiertes Thema war. Die Herpesimpfung schützt nicht vor einer Infektion. Das müssen wir ganz klar sagen. Und das ist ganz, ganz wichtig. Das heißt also, wenn ich mein Pferd Herpes impfe oder gegen Herpes impfe und stehe in einem Stall, in dem 10 andere Pferde stehen, die nicht gegen Herpes geimpft sind, dann hilft uns dieser Impfstoff im Grunde genommen nicht. Man kann sagen, dass die klinischen Symptome vielleicht nicht ganz so dramatisch werden, aber im Grunde ist es so, dass also auch ein herpesinfiziertes Pferd an einem Schlaganfall erkranken kann und auch im Prinzip sterben kann.
Der Herpesimpfschutz entsteht dadurch oder besteht darin, dass in dem eigenen Organismus, der infiziert ist, von dem wir ja so ausgehen, dass er infiziert ist, sich die Erreger nicht vermehren können. Das heißt, es ist eine reine Bestandsimpfung. Wenn alle Pferde geimpft sind und dieser Erreger keine Chance kriegt, sich in irgendeinem der Pferde zu vermehren, dann haben wir einen effektiven Schutz. Also wenn Herpes, dann bitte alle Pferde impfen. Ja, wenn wir das dann so haben, dann freuen wir uns alle, denn auch die Herpesimpfung hat einen Effekt, gerade in den Zuchtbetrieben. Größere Zuchteinheiten haben ihre Pferde, und ich meine damit alle Zuchtstuten, die Hengste und natürlich auch die Nachzucht, alle geimpft. Und wir wissen, dass in diesen Fällen, wenn es dann mal zu einer Herpesvirusinfektion überhaupt kommt, es nur ganz leichte erste Symptome sind, aber dieser Impfschutz doch so ist, dass eine massive Vermehrung von Herpesviren eben nicht stattfindet. Neben diesen, ich sag mal, Infektionen mit den Viren haben wir auch die Tetanus-Geschichte. Tetanus-Impfung ist eine Wundstarrkrampfinfektion mit einem Erreger. Das Clostridium tetani ist ein Erreger, das also im Grunde genommen im Boden vegetiert und im Grunde dann wartet, bis irgendein Pferd vorbeikommt und da eine kleine Wunde ist, möglichst eine nicht blutende Wunde. Das sind die gefährlichsten, weil nämlich im Grunde genommen Blut säubert die Wunde, da haben diese Erreger keine Chance, da hineinzukommen, aber so eine frische Kruste ist wunderbar für den Tetanus-Erreger. Dieses Tetanus-Bakterium kommt überall vor. Überall im Boden haben wir Tetanus, und das Problem ist, dass Pferde auch sehr, sehr empfindlich sind gegen Tetanus. Also der Tetanus-Erreger fühlt sich besonders wohl beim Pferd, vermehrt sich dort extrem schnell. Ich meine, die Maus ist noch ein bisschen empfindlicher, aber alle anderen Säugetiere sind weniger empfindlich gegen Tetanus oder für Tetanus als das Pferd. Wichtig ist, dass man also im Grunde genommen Wunden im unteren Beinbereich ernst nimmt, auch wenn sie nicht viel bluten, säubert, im Prinzip dann auch abdeckt, und man natürlich dann gerade bei diesen Wunden auf eine Infektionsprophylaxe, sprich auf eine Impfung, Wert legt. Was gibt es für Impfungen? Und gerade bei dem Tetanus kann man das sehr, sehr gut demonstrieren. Es gibt die sogenannte passive Immunisierung. Passiv heißt, der Organismus muss nichts machen. Der Organismus kriegt über ein sogenanntes Impfserum fix und fertige Antikörper gespritzt. Nun ist es so, dass diese Antikörper nicht ewig im Organismus zirkulieren, sondern die sind dafür da, dass wenn ein Pferd sich akut infiziert hat oder akut eine Gefahr einer Infektion da ist, eine kleine Wunde im Beinbereich, dass man in diesem Moment einen Sofortschutz haben möchte. Und dieser Sofortschutz wird über das sogenannte Impfserum hergestellt. Das heißt, wir geben dem Pferd gleich fertige Antikörper, der Organismus muss nicht tätig werden. Das, was wir im Grunde genommen alle, ich sag mal, machen bei jeder anderen Impfung, und was das die Regel ist, ist die sogenannte aktive Immunisierung. Das heißt, wir geben dem Organismus kleine Bruchstücke eines Erregers oder hier in dem Fall von einem Toxin, also von dem Gift, die selbst gar nicht krankmachend wirken, die aber für den Organismus ein Signal sind und sagen, pass mal auf, hier kommt was Fremdes, du musst reagieren. Und das ist im Prinzip dann die aktive Situation des Organismus, dieser Abwehrmechanik, dass sie also dann entsprechende Antikörper, also gegen den Erreger gerichtete Substanzen produziert. Also passiv und aktiv, nur dass wir das auch noch auf jeden Fall nochmal besprochen haben. Grundimmunisierung bei Tetanus, auch hier einmal diese Grundimmunisierung 4 bis 6 Wochen, dann wiederholt man das nach einem Jahr, und dann habe ich hier geschrieben, danach auch alle 2 Jahre, im Grunde genommen können wir es auch mit den heutigen Impfstoffen, es gibt gerade so eine schöne neue Generation Impfstoffe Tetanus, dass die auch durchaus 3 Jahre halten, das ist durchaus realistisch und auch belastbar halten, das ist ganz wichtig. Nun denken wir, unsere Pferde sind so stabil, so stark, so sehr widerstandsfähig anmutend. Und das sind sie im Grunde genommen nicht. Nicht, weil es die Natur falsch organisiert hat, sondern weil wir die Pferde natürlich auch nicht so ganz so ideal halten. Und da müssen wir so ein bisschen immer Rücksicht drauf nehmen. Die natürlichste Haltung heißt also frische Luft, immer viel raus, möglichst nicht zu enge Besetzung, also nicht zu eng aufeinander und so weiter, hat für die Pferde einen tatsächlichen, echten Prophylaxe-Effekt. Gesundheitsprophylaxe-Effekt. Also die Erhaltung der Pferde, die muss sich also auch bundesweit noch verbessern, damit wir nicht nur immer impfen und dagegen arbeiten, sondern in der Prophylaxe, in der Gesunderhaltung, in der natürlichen Gesunderhaltung der Pferde noch besser werden. Es gibt einen Erreger, das ist dieses Rhabdovirus, ein Tollwut-Erreger, der im Grunde genommen über den Speichel übertragen wird. Ich sagte Ihnen das eben schon, das geht
über den Fuchs zum Beispiel. Der Fuchs ist natürlich ein sehr, sehr großes Tollwutreservoir, geht aber auch über die Fledermäuse und geht über Nager, also Rattenmäuse. Ratten und Mäuse übertragen sehr, sehr viele die Tollwut. Die Tollwut ist ein ganz teuflischer Virus. Ist ein Tier mal mit Tollwut infiziert, ist im Prinzip dem Tier nicht zu helfen. Wichtig ist auch, dass die Inkubationszeit sehr, sehr lange dauern kann. Das heißt also teilweise bis zu 200 Tagen. So lange braucht es für den Erreger von der Eintrittspforte, in der er in den Organismus kommt, sich so weit zu entwickeln und zu schädigen, dass er tatsächlich die ersten Symptome macht. Zum Glück ist die Tollwut relativ ausgestorben. Wir sind da sehr froh drüber, denn Tollwut ist ein ganz gefährliches Virus. Die Impfung gegen Tollwut ist möglich. Die sollte man auch tun, wenn man in einem gefährdeten Gebiet ist, wie gesagt, oder wenn auch nur eine weitgehende Gefahr ist. Tollwut ist ein sehr zuverlässiger Impfstoff. Pferde mit Tollwutimpfung sind 100% gegen Tollwut geimpft und geschützt. Die Schutzimpfung wird mit inaktivierten Impfstoffen gemacht, das ist natürlich wichtig, spätestens nach 3 Wochen oder 3 Wochen vor Weideauftrieb. Die Impfung braucht so etwa 18 bis 21 Tage. Nach der Impfung ist dann im Endeffekt ein Impfschutz, ein belastbarer Impfschutz da. Und bei Tollwut brauchen Sie nur die eine Impfung, das heißt, wir brauchen keine Grundimmunisierung. Eine Impfung reicht und die wiederholen wir jedes Jahr. Und damit sind unsere Pferde wirklich sehr, sehr gut geschützt. Ja. Das ist natürlich das Thema. Unseren Pferden geht es ja im Grunde genommen allen gut. Wir müssen aufpassen, dass wir dieses, ich sag mal, nicht zu stark vermenschlichen. Das heißt also, unsere Pferde wollen es eben nicht nur warm. Die wollen es auch mal kalt, die wollen es auch mal im Prinzip irgendwo mal ein bisschen, ich sag mal, rauer. Die können auch draußen mal im Regen stehen, die können auch mal durchaus durch den Schnee laufen. Macht den Pferden überhaupt nichts. Wenn es zu warm ist und wenn es zu feucht ist, haben die Pilze ein, ich sag mal, Eldorado. Die können sich, die freuen sich. In dem Moment, wenn ein Pferd in einem warmen oder zu warmen und auch zu feuchten Stall steht, ist die Hautpilzinfektionsgefahr am höchsten. Wir haben also aber auch da einen gewissen, ich sag mal, Impfschutz, den wir aufbauen können, zumindest gegen eine große, ich sag mal, Palette der Hautinfektionspilze, und dieser Impfstoff heißt Insol oder Equifit, das sind zwei verschiedene Firmen. Da wird im Grunde genommen in Abstand von 14 Tagen dieses Pferd immunisiert und dann das Ganze im Endeffekt jedes Jahr wieder. Das heißt, wenn Sie ein Pferd haben, das Sie gegen Pilzinfektionen schützen wollen, müssen Sie jedes Jahr diese 2 Impfungen wieder von neuem impfen lassen. Also jeweils 2 Impfungen im Abstand von 14 Tagen. Das ist ein relativ guter Schutz. Wir nehmen diese Impfungen zum Teil aber auch nicht nur gegen Pilzinfektionen, sondern auch gegen Mauke oder auch gegen Sommerekzem. Das heißt also, wenn wir diesen Impfstoff doppelt hoch dosieren, dann können wir damit im Endeffekt die Widerstandsfähigkeit der Haut, die unspezifische Reaktionslage der Haut so viel verbessern, dass die Pferde tatsächlich sich dann auch gegen solche überschießenden Immunreaktionen oder auch gegen starken Reiz durch zum Beispiel kleine Milben schützen können oder besser schützen können. Eine Riesendiskussion sind immer wieder Scheren oder Nicht-Scheren beim Pferd. Nun muss man natürlich davon ausgehen, dass man alles mit einbezieht, was das Pferd in seinem Umfeld hat oder tut. Habe ich ein Pferd, was draußen auf der Weide steht und hat einen Unterstand und es wird wenig geritten oder fast nicht belastet, würde ich so einem Pferd sicherlich nicht scheren. Habe ich ein Pferd, was regelmäßig gearbeitet wird, was dann auch tatsächlich schwitzt und das dann im Prinzip dann auch in den Stall kommt und abgedeckt wird, dann ist sicherlich das Scheren tatsächlich auch Gesundheitsprophylaxe. Warum? Wenn das Pferd schwitzt, kommt es dazu, dass nicht von außen Feuchtigkeit auf das Pferd kommt, das wird nämlich sehr schön, ich sag mal, abgeleitet, sondern die Feuchtigkeit kommt von innen und durchtränkt das ganze Haarkleid, also das Fell. Das trocknet ganz, ganz schwer ab und während dieser Trocknungsphase kommt es zu einer Verdunstungskälte. Das ist ja der Sinn, warum überhaupt ein Organismus schwitzt. Die Verdunstung dieser Feuchtigkeit kühlt den Organismus runter. Wir haben da eigene Untersuchungen gemacht mal vor vielen Jahren, dass Pferde, selbst wenn man sie Schritt reitet und nicht geschoren sind, mit diesem deutlich durchnässten Fell tatsächlich echte Untertemperatur bekommen. Die kühlen während des Schrittgehens bei durchnässtem Fell runter bis auf 36, 35, 5. Also die unterkühlen richtig. Und diese Unterkühlung führt dazu, dass die Pferde sehr, sehr stark infektionsgefährdet sind. Das heißt also,
Schert man diese Pferde, kommt es im Prinzip zum Ablaufen der Flüssigkeit, die verdunstet ganz schnell. Und diese Pferde, auch das haben wir natürlich getestet, haben gesagt, Mensch, wir nehmen das gleiche Pferde und die gleichen Pferde, gleiche Umgebungstemperatur, standardisierte Belastungseffekte. Wie kalt oder wie stark kühlen die Pferde aus? Wir hatten etwa einen Unterschied von 2 Grad. Die Pferde, die geschoren waren, die also nicht das lange Fell hatten, die gleiche Arbeitsbedingungen hatten, hatten nicht diese 35,5, sondern die hatten 37,5 Grad nach dem Schrittreiten in der Halle, ohne abgedeckt zu sein. Das heißt also, dieser Kühlungseffekt, den das Pferd mit einem durchnässten Winterfell hat, der ist so extrem, dass er im Grunde genommen eine infektionsunterstützende Maßnahme hat. Gut. Wir wollen im Grunde genommen, und das ist auch wichtig, das ist natürlich von Fall zu Fall unterschiedlich, ich würde jetzt nicht jeden Norweger von der Wiese zerren und ihn scheren, das wäre vollkommen falsch interpretiert, aber wie gesagt, Pferde, die eben in einem gewissen sportlichen, ich sag mal, Programm stehen, die jeden Tag gearbeitet werden, da würde ich mir sicherlich überlegen, scheren und entsprechend eindecken, das macht dann sicherlich Sinn. Infektionsprophylaxe ist nicht nur das Scheren, sondern das kommt dazu, dass wir im Prinzip auch eine vernünftige Hygiene im Stall haben müssen. Das heißt, nicht steril. Ja, also es gibt welche, die alles abputzen mit einem Desinfektionsmittel. Soweit sind wir bei weitem nicht, im Gegenteil. Die Pferde sollen einen gewissen Kontakt zu diesem Umfeldkeim haben. Das stimuliert auch das Immunsystem ein bisschen. Es soll sauber sein, aber es soll nicht Meister proper, picobello, alles clean sein. Das wäre vollkommen falsch interpretiert. Wichtig, und das ist ganz wichtig, ist eine, ich sag mal, körperliche Fitness. Je fitter ein Pferd gehalten wird, je mehr es auch tatsächlich regelmäßig gearbeitet wird, desto immunstabiler ist ein Pferd. Und es gibt natürlich auch da gewisse Immununterstützungsmöglichkeiten, auch über biologische Mittel. Das werden wir im nächsten Seminar haben, da geht es nämlich um Futterergänzung. Aber wir können zum Beispiel über Biologika die Immunsituation der Pferde durchaus unterstützen, stimulieren, verbessern. Und da geht es von Vitaminen über pflanzliche Extrakte bis hin zu diesen sogenannten Paramunitätsinducern, also unspezifischen Stabilisatoren oder Stimulatoren der Immunsystems des Pferdes, alle möglichen Versionen. Spezifisch können wir Infektionen behandeln durch eben unsere Impfung, das hatten wir ja nun besprochen. Wichtig ist auch, dass wir in dem Stall eine entsprechende Situation schaffen, wo eben diese, ich sag mal, Keime nicht extrem wachsen können, also abgesehen mal von der Feuchte und von der Wärme brauchen wir eine gewisse Luftzirkulation. Das ist wichtig, also nicht jeder Luftzug ist gleich schrecklich fürs Pferd. Wir müssen versuchen, den Staub zu reduzieren, denn im Staub sind natürlich diese organischen Partikel und damit natürlich auch Erreger vorhanden. Und wir müssen immer wieder, und achten Sie bitte darauf, die Pferde in einem nicht zu warmen Stall halten. Ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe ja auch verschiedenste Ställe, die ich betreue. Es gibt da auch den einen oder anderen Stall, der nicht nur den Stall heizt, sondern auch die Reithalle heizt. Und ich kann Ihnen verraten, dass diese Pferde am empfindlichsten sind. Da bin ich regelmäßig und ich kämpfe immer wieder dafür, dass wir diese Heizung abstellen. Aber das ist manchmal doch ein relativ schwieriger Kampf, den man da eingeht. Zusammengefasst möchte ich Ihnen mitgeben auf den Umgang mit Ihrem Pferd. Impfen Sie Ihre Pferde vor allen Dingen gegen die sogenannten Viren, die wir haben, also Influenza und gegebenenfalls Herpes, wenn Sie das also bestandskonform machen können. Die Antibiose, die wir dann im Grunde genommen haben, um eine manifeste Infektion auch zu bekämpfen, geht nur bei den Bakterien. Antibiotika wirken nur gegen eigenständige Organismen und das sind Bakterien. Antibiotika helfen nicht bei der Virusinfektion. Da sind wir im Grunde genommen, wenn wir ehrlich sind, machtlos, wenn wir so einer Infektion gegenüberstehen. Da können wir eher über die Prophylaxe hineingehen. Fungizide sind die Mittel, die wir gegen die Pilze haben, beziehungsweise auch hier gibt es eben die Möglichkeit, über einen Impfstoff Pilze zu therapieren oder auch prophylaktisch da entsprechend zu intervenieren. Und die Hygiene, eine vernünftige Hygiene, wohl gesagt immer wieder unter dem Aspekt, dass Pferd ein Tier ist und da nicht steril sein muss, muss man das natürlich auch wieder betrachten. Das ist im Prinzip eine wichtige Sache. Die beste Therapie aller Infektionen ist eine gezielte Prophylaxe. Also wir müssen versuchen, alles so ein bisschen vorausschauend zu betrachten und dann so zu organisieren, Stall, Hygiene, Umfeld, Belastung, Scheren, Impfen und so weiter, sodass wir insgesamt ein Management haben, wo wir also die Infektionsgefahr unserer Pferde minimieren.
Ja, meine Damen und Herren, ich wollte gerade hier weiterklicken, aber ich sag mal, die Regie hat mir ja jetzt einfach mal so einen kleinen Block reingesetzt. Das ist auch gut so. Frau Schmoll, haben Sie sicherlich ein paar Fragen zusammensortieren können während meines Vorschlags? So könnte ich mir das vorstellen. Und ich bin ganz gespannt, was wir für Fragen da eventuell noch haben. Ja, Herr Dr. Grilling, vielen Dank erstmal für den wirklich sehr interessanten Vortrag an dieser Stelle. Natürlich sind einige auch sehr, sehr interessante Fragen aufgetaucht, auch von meiner Seite. Wir fangen einfach mal an bezüglich der Ansteckungsgefahr bzw. Übertragungsmöglichkeiten der diversen Krankheiten, die Sie jetzt hier aufgezählt haben. Einen Moment, jetzt muss ich wieder hoch. Eine ganze Menge dabei. Hier fragt jemand, kann ich mit gewissen Menschenkrankheiten auch Pferde anstecken? Hier zum Beispiel oder auch als Beispiel aufgeführt die Streptokokken. Ist das möglich? Also die Streptokokken sind sicherlich eine Situation, da würde ich mal eher sagen unwahrscheinlich, beziehungsweise nicht wirklich möglich. Aber zum Beispiel Influenzaviren, die sind sehr, sehr nah und die sind sehr verwandt mit dem humanen, also mit dem menschlichen Grippevirus. Und es gibt dort auch, ich sage mal, zumindest fast gesicherte Untersuchungen, dass das der Mensch, das Pferd und umgekehrt durchaus auch mal ansteckt. Ich habe das auch schon oft erlebt, dass irgendwo ein Reiter sagt, Mensch, mein Pferd ist krank und ich treffe den 14 Tage später und dann sagt der Mensch, jetzt war mein Pferd krank, das ist jetzt ganz schrecklich, jetzt bin ich plötzlich krank und habe auch eine Influenza oder eine Grippe. Das kommt tatsächlich häufiger mal vor. Also die Influenza ist gerade etwas, was die auch schon mal streut. Bei Herpes ist es nicht der Fall, also eine Herpesinfektion vom Pferd ist nicht auf den Menschen übertragbar. Und die bakteriellen Sachen sind auch eher ungewöhnlich. Okay. Sie erwähnten relativ am Anfang, dass die Übertragungswahrscheinlichkeit steigt, wenn zu viele Pferde im Stall sind. Wie definiert sich das denn? Also ab wann sagt man, okay, jetzt sind zu viele Pferde auf einem Raum? Gut, also im Grunde genommen ist es ja so, wenn wir uns wieder so ein bisschen an die Natur erinnern, was da ja ursprünglich mal war, war das eine große Steppe und dann lief eine Herde Pferde über diese Steppe. Über diese Steppe zirkulierte aber immer wieder Luft. Und wenn wir jetzt in unsere klassischen Ställe gehen, dann sind es im Prinzip ja nur kleine Boxen, relativ kleine Boxen, auch wenn es da gewisse Standardmaße gibt, aber die sind ja im Grunde genommen immer noch sehr, sehr klein. Und das heißt also, es gibt eine Konzentration von Ausscheidung, Luft im Wesentlichen, die ja dann im Endeffekt das Risiko natürlich deutlich erhöht, weil im Prinzip die Luft ja nicht mehr abfließt oder nicht mehr abläuft, sondern im Grunde genommen sich erstmal in diesem Umfeld konzentriert. Die Pferde können ja nicht weg, die sind ja irgendwo schon fixiert. Das heißt also, je mehr Pferde da sind, es ist ganz proportional, je mehr Pferde da sind und die im Prinzip ja auf relativ kleinem Umfeld, die Ställe sind ja alle standardisiert, haben ihre mittlere Stallgasse, rechts und links sind die Boxen, das ist ja dann, ich sag mal doch, vielleicht 70% der Stallhaltung. Die haben im Grunde genommen dadurch natürlich ein erhöhtes Infektionspotenzial, weil einfach die Umluft in meisten Fällen fehlt oder zumindest die Menge an Ausscheidungen so extrem ist, dass die Infektionsgefahr einfach proportional auch entsprechend steigt. Das kann man jetzt nicht festmachen und sagen, jeder Stall mit 10 Boxen ist schon zu eng, sondern wenn diese 10 Boxen entsprechend groß sind und das entsprechend gut zirkuliert und die Luft auch da ist und die Pferde haben alle eine Klappe nach außen und entsprechendes, ich sag mal, hygienisches System funktioniert da, dann ist es sicherlich deutlich günstiger als im Stall, der hermetisch abgeschlossen ist und dann im Prinzip nur vier Pferde hat. Auch das kann ein Thema sein. Okay. Weiter geht's mit Impfstoffverträglichkeit bzw. auch Schäden, die durch Impfen bei diversen Pferdebesitzern hier wohl aufgetaucht sind. Teilweise wurde sogar berichtet, dass die Influenza-Impfung für Bronchitis bzw. COB ursächlich sein könnte. Hier interessiert die Zuschauer vor allen Dingen ihre Meinung. Ja, also ich muss immer wieder sagen, jede Impfung greift in das Immunsystem ein. Das heißt also, wenn ich einem Pferd einen Impfstoff gebe, gerade Influenza-Impfstoff gebe, dann konzentriert sich der Organismus auf dieses Antigen. Dann können natürlich, und das sagte ich vorhin schon, andere Erreger sich in dieser Zeit schon deutlich vermehren.
Und das ist eben auch wichtig, dass wir, wenn wir ein Pferd impfen, immer, wir nennen es eine sogenannte Impfgesundheit, dass wir ein Pferd untersuchen und schauen, ist da eventuell irgendetwas, was eventuell schon darauf hinweist, dass das Pferd vielleicht schon eine Infektion ausbrütet. Wenn ich natürlich da rein impfe, dann kann ich natürlich über diesen Impfstoff die Immunsituation für die andere Erreger, den anderen Erreger, der da eventuell in diesem Pferd schon etabliert ist, deutlich reduzieren. Und das führt natürlich dann zu einem nicht guten Effekt. Das ist richtig. Das ist aber dann nicht unbedingt dem Impfstoff zuzuschreiben, sondern das ist der allgemeinen Gesundheit des Pferdes zuzuschreiben, dass das Pferd im Moment tatsächlich, dass man in eine Infektion sozusagen reingeimpft hat. Das ist der größte Fehler, den man machen kann. Das passiert natürlich immer mal, das kann man auch nie zu 100% ausschließen, aber man sollte zumindest die Parameter abchecken, die es geht. Das heißt also, gucken, wie sind die Lymphknoten, hat der Nasenausfluss, hat er eine Historie mit Husten, ist da irgendwo Fieber oder sonst irgendwas vorhanden. Das sind so die Dinge, die natürlich dann schon wichtig sind, vorher abzuklären. Der Impfstoff als Okay. solches macht das Pferd nicht krank. Also das möchte ich mal unterm Strich auf jeden Fall sagen. Zumindest die heutigen Impfstoffe sind auch so verträglich, dass also ein Gesundheitsrisiko durch den direkten Impfstoff nicht gegeben ist. Okay. Hier ist noch eine Frage aufgetaucht, wo der Unterschied auch in der Verträglichkeit von Totimpfstoff bzw. zu Lebendimpfstoff genau liegt. Ja, also die wesentliche Zahl der Impfstoffe im Bereich der Virus- und Herpes ist ein inaktivierte Impfstoffe. Das heißt also im Grunde genommen, die sind nicht mehr lebendig. Ja. Es gibt noch einen Lebendimpfstoff, dieses Prävaccinol. Dieser Impfstoff wirkt zwar sehr intensiv oder beziehungsweise die Reaktion ist sehr intensiv, aber ist natürlich auch relativ belastend. Mit den heutigen Adjuvantien, das heißt also mit den heutigen Trägerstoffen, sind die inaktivierten Impfstoffe A sicherer, B genauso effektiv oder im Prinzip werden über die lange Präsentationszeit so gut an den Organismus gekoppelt, dass die Antwort, die Immunantwort der Pferde im Prinzip wirklich vergleichbar ist. Also von daher ist der Lebendimpfstoff heute sicherlich eher ein Auslaufmodell. Okay. Hier fragt auch eine Nutzerin, sie besitzt ein älteres Pferd, was keine Turniere mehr geht, also offensichtlich welche gegangen ist. Ist hier eine EHV-Prophylaxe noch zu empfehlen? Also man muss auch dazu sagen, Pferde, je älter sie werden, desto effektiver ist ihre Immunantwort. Die haben im Laufe der Jahre gelernt, das Immunsystem lernt ja auch, die haben im Laufe der Jahre gelernt und wissen genau, was kommt da, wie reagiere ich da drauf. Und ein altes Pferd, was vielleicht auch noch über eine gewisse Zeit immer wieder regelmäßig geimpft wurde, ist im Grunde genommen relativ gut geschützt. Es kommt der Punkt, an dem dieses alte Pferd einfach schon sehr alt wird, der Stoffwechsel nach unten sinkt und wirklich dann auch diese Allgemeingesundheit relativ schlecht ist. Dann wird der Effekt eines Impfstoffes dann wieder etwas wichtiger. Das ist natürlich aber dann schon ein sehr, sehr altes Pferd und bei diesem alten Pferd ist natürlich auch die allgemeine Infektionsgefahr etwas größer. Aber im Grunde genommen, so ein 20-Jähriger, 25-Jähriger, der über sein Leben hinweg viel Kontakt hatte zu anderen Pferden, regelmäßig geimpft wurde, der ist schon relativ gut geschützt. Das muss man wirklich sagen. Also da ist nicht zwingend eine Impfung wirklich immer notwendig. Herpes hat den Effekt, dass es eben nicht nur eben dieses Einzeltier schützt, deshalb sage ich es nochmal extra dazu, sondern im Grunde den Bestand schützt. Das heißt also, in dem Moment ist es so, dass wir mit der Impfung auch dieses alten Pferdes die anderen schützen, nicht das eigene Ich. Ja? Und deswegen würde ich also auch ein altes Pferd in einem Bestand immer mitimpfen, wenn es um Herpes geht. Bei Influenza kann man sicherlich das Impfregime ein bisschen ausdehnen und vielleicht auf ein Jahr rausziehen. Okay, hier sind noch Fragen aufgetaucht, auch wieder Übertragung Mensch-Pferd oder beziehungsweise Mensch-Tier. Wieso müssen Herpes beziehungsweise Influenza-Impfen alle halbe Jahre gegeben werden? Beim Pferd zumindest. Bei Menschen genügt doch eine Impfung innerhalb von 5 bis 10 Jahren. Ist das Impfgedächtnis beim Pferd tatsächlich so viel schlechter als beim Menschen oder wie verhält sich das?
Nein, aber ich sag mal, die Sensibilität ist wesentlich höher beim Pferd. Wir brauchen ganz andere Antikörper, ich sag mal, Mengen, um entsprechend effektiv wirken zu können. Also das mit den 5 bis 10 Jahren beim Menschen ist ja auch so ein bisschen fraglich. Da meinte, glaube ich, der Fragende meinte eher den Tetanus. Ja. Tetanus hat ja einen sehr, sehr langen Wirkungsgrad beim Menschen, wesentlich länger als beim Pferd. Beim Pferd ist es so, dass das Pferd auch wesentlich tetanusempfindlicher ist als der Mensch. Ja, also wir Menschen brauchen schon relativ viel von diesem Toxin, bis es tatsächlich überhaupt mal zu einer Erkrankung kommt. Beim Pferd geht das relativ deutlich schneller und deswegen muss die Immunantwort beim Pferd effektiver sein als beim Menschen. Okay. Eine Frage zur Impflokation. Wo sollte am besten das Pferd geimpft werden? Also es gibt wohl unterschiedliche, also ich kenne auch nur die eine Lokation, sage ich jetzt mal. Sollte am besten wirklich immer in den Hals gespritzt werden oder ab wann sagt man, okay, jetzt macht es Sinn, in die Brust zu impfen? Also, wenn man es jetzt ganz richtig sieht, ist es gar nicht richtig, in den Hals zu impfen. Also, das ist zwar eine Möglichkeit, aber die klassische Art und Weise ist von die Brustmuskulatur, rechts und links Sternums, also der entsprechenden des Brustbeins, oder auch in die lange Sitzbeinmuskulatur. Die lange Sitzbeinmuskulatur kann ein bisschen hakelig werden, wenn man eine, ich sag mal, Stute hat, die vielleicht sowieso nicht so ganz so freundlich ist und dann noch ein bisschen kitzelig. Wenn man die da hinten spritzt, dann springt die einem natürlich vielleicht tatsächlich oder kann die einen verletzen, da muss man so ein bisschen vorsichtig sein. Das Problem beim Hals ist, dass wenn man einen Impfstoff in den Hals injiziert und das reagiert, dann kommt es dazu, dass durch anatomische Besonderheiten diese Schwellung oder diese Reaktion zwischen zwei Muskelbäuche, zwischen zwei Faszien rutschen kann. Das kann durchaus runterrutschen bis an die Wirbelsäule. Also im Grunde genommen, ich habe das mal erlebt oder habe das zweimal erlebt, das ist nicht so ganz so schön. Und wenn so eine Impfreaktion oder eine Reaktion auf den Impfstoff im Bereich der Brustmuskulatur oder der Sitzbeinmuskulatur passiert, dann kommt ein Abszess zustande, dann wird der Reif, der Abszess, der läuft aus und damit haben wir dann im Prinzip aber das Thema erledigt, während bei den anderen Pferden es dann tatsächlich zu Folgeproblemen kommen kann. Also insofern, Pferde, die besonders empfindlich sind, würde ich immer in die Brust impfen. Es gibt schon mal Pferde, die lassen sich ganz schwer impfen. Da bleibt einem manchmal nichts anderes, als in den Hals zu impfen. Auch das gibt es. Aber wenn das, ich sag mal, unkompliziert ist, dann ist sicherlich Brust- und Sitzbeinmuskulatur vernünftig. Eine Frage noch zu Infektionskrankheiten. Welche Möglichkeiten bestehen noch, dass sich Pferde unter anderem mit AIDS infizieren? AIDS. Mit AIDS infiziert sich kein Pferd. Ist also grundsätzlich gar nicht möglich. Nee, also Gut, dann AIDS ist das jetzt. in dieser Form gibt es beim Pferd nicht. Ist jedenfalls noch nicht nachgewiesen. Es gibt alle möglichen Erkrankungen, aber wir reden jetzt nicht über AIDS beim Pferd. Okay. AIDS war vorhin nur ein Beispiel der Infektionsübertragung, grundsätzlich. Ja, ich bin Ich gegangen. hatte AIDS drin, Ah, das ist okay. richtig. Hoffe nicht, dass es falsch verstanden wurde. Es ging nur darum, wie werden Erreger überhaupt übertragen. Und da waren ein paar Beispiele dabei, die nicht unbedingt pferdespezifisch waren. Also auch AIDS war eins davon. Aber AIDS ist also sicherlich kein Pferdethema. Okay. Dann sind wir jetzt schon bei den prophylaktischen Maßnahmen, die hier abgefragt werden. Eine Pferdebesitzerin hat ein Pferd im Offenstall stehen, mit natürlich inzwischen Winterfell. Das wird auch regelmäßig gearbeitet. Würden Sie jetzt hier grundsätzlich empfehlen zu scheren? Wenn ja, reicht ein Streifen oder welche Schermethode wäre in dem Fall am besten ja, zu empfehlen? Ja, also wenn das Pferd wirklich regelmäßig gearbeitet wird und schwitzt, das hatte ich ja vorhin schon gesagt, dann macht es Sinn. Was ich machen würde, wäre, ich hatte Ihnen vorhin so eine Schablone mal mitgebracht, dass also im Prinzip die Decke des Pferdes oben bleibt sozusagen erhalten und dann ist ein Streifen, der so irgendwo die Schulter vorne, den Unterbauch bis hinten in den Bereich der Sitzbeinmuskulatur geht. Das sieht natürlich überhaupt nicht schön aus, klar. Aber das ist natürlich eine sehr effektive Form, wo man also im Grunde genommen den Schweißfaktor zumindest halbieren kann.
Dass also die Decke immer noch da ist, dass wenn das Pferd dann draußen steht im Regen, dann im Prinzip auch das Fell im Bereich des Rückens und der Kruppe noch im Prinzip den Schutz bietet. Die Wärme, die ja nach oben abstrahlt, wird durch dieses Fell dann auch noch im Prinzip so ein klein bisschen gedeckelt. Also im Grunde genommen ist das eine Möglichkeit, ein Pferd zumindest teilweise zu scheren. Man muss nicht jedes Pferd ganz scheren, das gebe ich zu. Und da muss man einfach schauen, reicht das aus? Wenn das Pferd trotzdem noch massiv schwitzt, dann muss man sich überlegen, ob man nicht dann eben etwas höher die Schuhe macht oder sogar tatsächlich die Kruppe mit freischert. Sollten die Pferde trotzdem dann mit eingedeckt werden? Also ich nehme jetzt an, dass die Frage dahingehend, wenn die Pferde quasi auf Koppel stehen oder auf dem Paddock, sollten sie dann trotzdem eingedeckt werden? Und wenn ja, vielleicht ab welcher Temperatur, ab welchen Wetterverhältnissen? Also Sie müssen natürlich, wenn Sie den Schutzfaktor Fell wegnehmen, müssen Sie ihn auch irgendwann wieder ersetzen, wenn es kalt wird. Ja, das heißt also im Grunde genommen, kalt meine ich jetzt nicht die jetzigen Temperaturen draußen zwischen 8 und 10 Grad, kalt ist Minusbereich. Wenn wir in den Minusbereich hineinkommen, dann sollte man die Pferde, die wir geschoren haben, oder teilweise geschoren haben, sage ich mal, ganz geschoren braucht natürlich auch jetzt schon eine Decke, ne? Aber wenn wir ein teilgeschorenes Pferd haben, dann würde ich auf jeden Fall bei Minusgraden das Pferd mit Sicherheit eindecken. Pferde, die ganz geschoren sind, das heißt also im Prinzip bis vielleicht auf die Sattellage, die müssen wir auch bei diesen Temperaturen jetzt schon eindecken, ja. Okay. Hier tauchen noch Fragen auf. Hier fragt jemand, wie anfällig sind Pferde jetzt wirklich gegen Borreliose? Ein sehr interessantes Thema. Wir haben ja häufig die Anfrage Borreliose-Infektion und das Pferd hat mit Sicherheit Borreliose und so weiter. Und dann versucht man diese Borreliose auch nachzuweisen. Das Thema ist, dass wir im Blut einen gewissen Antikörper nachweisen können. Das heißt also, wenn ein Pferd sich mal mit einem Borreliose-Erreger auseinandergesetzt hat, dann produziert er Antikörper. Diese Antikörper sind messbar. Das heißt also, ich nehme Blut und gucke, wie viel von den Antikörpern sind denn da. Und das ist häufig so, dass wir Antikörper gegen Borreliose finden. Das heißt also, der Körper hat reagiert. Das heißt aber nicht, dass der Körper erkrankt ist. Und dann kriegt man sehr häufig auch, ich sag mal, Blutbilder vorgelegt oder diese Nachweise von diesen Antikörpern vorgelegt. Dann sagt es, Mensch, mein Pferd hat Borreliose. Das hat gar keine Aussage darüber, ob das Pferd infiziert ist oder nicht. Wenn man das dann wirklich ganz klassisch machen will, dann muss man zum Beispiel das Gelenk, was geschwollen ist, was ja ein typischer Borreliose-Effekt ist, das Gelenk punktieren und den Erregern dann in dieser Flüssigkeit nachweisen. Das kann man. Das geht. Aber ist natürlich ein relativ hoher Aufwand. Aber es ist auch wirklich, das ist mein Erfahrungswert, von 100, die wir nehmen, von 100 Proben aus diesen Gelenken zum Beispiel, die wir nehmen, ist vielleicht mal einer positiv. Also die Borreliose-Empfindlichkeit wird sicherlich höher diskutiert und gehandelt oder zumindest die Auswirkungen der Borreliose-Infektion. Ich will gar nicht sagen, dass es keine Borreliose beim Pferd gibt. Es gibt eine ganze Menge Borreliose-erkrankte Pferde, aber auch hier geht es darum, wie viel Borreliose-Erreger sind da, dass das Pferd auch krank wird, oder gibt es eine gewisse Menge an Borreliose-Erregern, die latent vorhanden sind, aber dem Pferd nichts tun. Und davon gehen wir im Grunde genommen aus, dass die zweite Form, also die latente Infektion, an und für sich die Hauptinfektion ist, die uns im Prinzip aber von der Klinik her nicht so wirklich beeinflusst. Hier noch eine ganz toll formulierte Frage an der Stelle. Der Borna-Virus, ein Schreckensgespenst oder eine ernstzunehmende Bedrohung? Also weder noch. Ein Schreckensgespenst ist die Borna-Infektion mit Sicherheit nicht. Also man muss das ein bisschen relativieren. Selbst wenn wir Borna haben, ist Borna ja auch behandelbar. Ja, es ist nicht so, dass man sagt, man kann sie überhaupt nicht behandeln. Das ist das Erste. Das Zweite ist, also was heißt behandeln? Behandeln können wir sie direkt nicht, aber wir können zumindest die Immunsituation deutlich stimulieren. Borna ist eine Erkrankung, die wir immer mal wieder, ich sag mal, so lokal infektionsweise diskutieren. Es gibt sicherlich Borna-Erkrankungen, aber die Borna-Erkrankung als, ich sag mal, Schreckgespenst zu beurteilen, wäre ein vollkommen überzogenes Thema. Es wird in der nächsten Zeit sicherlich auch Borna-Virus-Infektionsprophylaxe geben, in Form von effektiven Impfstoffen. Daran wird gearbeitet, das weiß ich. Die sind aber im Moment, zumindest nach meinem Wissensstand, noch nicht auf dem Markt, zumindest nicht so, dass sie belastbar sind. Aber Borna ist nicht eine Erkrankung, die, ich sag mal, wie bei zum Beispiel bei Schafen und Ziegen, dann auch wirklich extreme Ausfälle macht. Das sind Einzeltiere, aber keine
Bestands- oder seuchenartigen Schreckgespenster, wie Sie es eben formuliert haben. Noch eine Frage zu Wechselwirkungen bei Impfungen. Wie ist die Wechselwirkung bei stoffwechselkranken Pferden, wenn geimpft wird? Gut, also ich sag mal, was ja ganz häufig Stoffwechselerkrankung beim Pferd ist, ist Cushing. Cushing ist sicherlich eine für den Organismus sehr belastende Situation. Cushing hat auch was, ich sag mal, in übergeordneter Situation mit Stresssituationen zu tun. Durch diese Cortisol-Situation ist der Körper sozusagen immer unter einem gewissen Grundstress oder fühlt sich gestresst. Dadurch reduziert sich auch die Immunantwort. Das heißt also, wenn man das jetzt wirklich bis zum Ende spinnt, dann müsste man sagen, gerade diese Pferde müssen wir impfen. Natürlich ist in dem Moment, wenn wir impfen, das Pferd für die Pferde ein relativ hoher Belastungsfaktor. Das heißt, ich würde ein Cushing-Pferd oder ein stoffwechselkrankes Pferd immer in der Situation impfen, wenn es sonst sehr, sehr stabil ist. Also zum Beispiel nicht gerade während des Fellwechsels, sondern im Sommer irgendwann, wenn wirklich eine unkomplizierte Situation ist, warmes, gleichmäßiges, schönes Wetter, Pferd fühlt sich gut, ist gut drauf, hat kein Fieber, hat keine Lymphknotenschwellung, würde solche Pferde sehr intensiv untersuchen, damit man also gerade die Gefahr, die wir ja bei der Impfung immer wieder haben, in einen bestehenden Infekt hineinzuimpfen, möglichst gegen null, einschätzen kann. Also das würde ich schon auf jeden Fall machen. Aber es ist richtig, ein stoffwechselerkranktes Pferd ist sicherlich empfindlicher. Auf der anderen Seite ist es aber vernünftig, solche Pferde zu impfen. Okay. Hiermit wären wir auch am Abschluss aller Fragen. Ich hoffe, wir konnten alle einigermaßen kategorisieren und hoffentlich auch zu eurer Zufriedenheit beantworten. Vielen Dank erstmal an Herr Dr. Grehling für die Zeit und für die tollen Antworten. Wir haben jetzt hier noch eine ganz tolle Neuigkeit, und zwar ist die nächste Sendung des Webinars am 3. November. Allerdings mit einer ziemlich großen Besonderheit. Herr Dr. Grehling, was dürfen wir denn unter Ihrer Sprechstunde verstehen? Ja gut, also das ist jetzt kein Webinar, das ist ja im Grunde genommen die Expertensprechstunde. Jetzt, wenn wir hier ein Webinar haben, haben wir ja anschließend immer die Beantwortung der Fragen zu dieser Thematik. Es gibt aber durchaus auch, Fragen, die darüber hinaus einem, quälen und sagen, Mensch, die würde ich gerne mal stellen. Und dafür haben wir jetzt eine Sprechstunde eingerichtet, die ist jetzt am Donnerstag, den 3. November, wie man das hier sehen kann, um 19.30 Uhr. Da kommen maximal 10 Teilnehmer, das heißt, es wird ein kleiner Kreis, und dieser kleine Kreis ist dafür da, dass wir also wirklich spezielle Fragen auch wirklich individuell dann beantworten können. Die kostet was, 15 Euro für den Normalkunden oder Patienten, hätte ich beinahe gesagt. Das sind wir ja hier alle nicht, weil Sie ja alle im Prinzip Mitglieder der Pferdeconnection sind, da kostet es 9 Euro. Und Sie können also auch in meiner Pferdegesundheit Abonnent sein. Und dafür ist dann diese Sprechstunde kostenfrei. Wir haben das jetzt so ein bisschen ausgedehnt, auch auf die Mitglieder der Pferdeconnection. Wir wollen ja auch diese interessierte Gruppe auf jeden Fall bedienen, denn das sind ja immer sehr, sehr gute Fragen und sehr auch hintergründige Fragen. Und ich finde, das kommt allen zugute, wenn solche Fragen auch mit in so ein Forum mit hineinkommen. Ich gehe mal einmal weiter. Wie können Sie das machen? Sie können also im Prinzip im Chat, da kriegen Sie einen Link, und dieser Link geht dann im Prinzip direkt in diese Sprechstunde hinein. Wir haben eine, Besonderheit. Das heißt also, wenn Sie diese Gelegenheit nutzen wollen und wollen tatsächlich auch mal diese Akademie von mir, also meine Pferdegesundheitsakademie, kennenlernen, dann können Sie also in diesen im Mitgliederbereich der Akademie sich anmelden und zahlen im ersten Monat nur 1 Euro. Das ist so eine Art Schnuppermitgliedschaft, wenn Sie so möchten. Und damit können Sie also sowohl diese Sprechstunde dann entsprechend sich daran beteiligen. Sie kriegen die Webinarunterlagen dieser Webinare, die wir ja gehalten haben, auch als Download zur Verfügung. Und wir haben noch eine ganze Menge andere, vor allen Dingen auch Videos, zum Beispiel Wissenspaket Pferdekauf, das ist ein großer Bereich, den Sie dann natürlich auch für sich in Anspruch nehmen können. Okay, vielen Dank für die Information. Da möchte ich jetzt gleich an dieser Stelle noch das nächste Webinar ankündigen. Das wird am 24.11. Zur gleichen Zeit am gleichen Ort sozusagen, also 19 Uhr, wieder unter dem gewohnten Link stattfinden. Diesmal zum Thema Zusatzfuttermittel in der Pferdefütterung.
Also auch wieder hier ein sehr interessantes Thema. Die Aufzeichnung dieses Webinars und im Prinzip aller unserer Webinare finden Sie auf dem YouTube-Kanal der Pferdeconnection. Sie finden uns auf Twitter, Sie finden uns auf Facebook und natürlich in der großen Gruppe auf Xing. Wir freuen uns, wenn Sie uns weiterempfehlen, wenn Sie uns teilen, wenn Sie uns verbreiten, um noch ganz viele solcher tollen Webinare hier stattfinden zu lassen. Ich bedanke mich ganz recht herzlich bei Herrn Dr. Kreling für die tollen Infos. Ich bedanke mich bei allen Zuschauern für die vielen Fragen und für das tolle Feedback, was ich hier unten schon so ein bisschen mitbekomme. Ich hoffe, dass ich zu Ihrer Zufriedenheit moderieren konnte und durfte und wünsche Ihnen jetzt allen noch einen schönen Abend und wir sehen uns dann vielleicht beim nächsten Mal. Frau Schmoll, vielen Dank, war sehr gut, hat mir gut gefallen und wie gesagt, wir sehen uns beim nächsten Mal.